Grüße aus der Lanha-Bucht. Schiff mitten in der Lanha Bay und machen heute einen Tagesausflug einmal durch diese Bucht und dann in die Halong Bucht rein. Ja, wir sind gespannt. Also eigentlich ist die Empfehlung, eine Zweitagestour zu machen. Ja, wir haben uns jetzt für die Eintagestour entschieden, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben, bis unser Visum dann ausläuft und wir auch noch mal in die Berge wollen. Wir fahren gerade an den Fischfarmen vorbei und man kann sehen, dass die Menschen direkt darauf wohnen. Also da sind Hütten und Wäscheleien. Sieht auf jeden Fall sehr spannend aus. Es ist halt irgendwie krass wieder zu sehen, wie klein manche Wohnorte so sind für Leute. Everything is so tiny. But just one thing is crazy is they have very big television. Also gerade jetzt von unserem Guide erfahren, dass auf alle Fälle die Leute tatsächlich da leben und sie haben sogar Elektrizität und Fernseher und Internet. Also das klingt gar nicht so schlecht, aber natürlich ist es schon ein besonderes Leben auf alle Fälle, ja. Aber seine Stellung klang auf alle Fälle ziemlich interessant dazu. It's like the peaceful life with them, but it's also very boring sometimes. So these people, they all know each other because not so many people around. And they love playing poker with each other when they have free time. They love do karaoke together when they have free time. The music, yeah, Vietnamese people love karaoke. Für uns beide jetzt das erste Mal, dass wir Kajak fahren. Und an sich ist es zwar anstrengend, aber ziemlich cool. Also ich bin überrascht. Also ich dachte, ich würde es weniger mögen. Ja, es sind relativ viele Leute, weil wir, ich glaube, 20 Leute auf dem Boot sind. Und dann gibt es auch noch andere Boote, die parallel fahren. So. Also schon viel unterwegs, aber das mildert nicht, dass das Ganze hier einfach mega schön ist. Also schon cool, hier so zwischen den großen Felsen durchzufahren. Und wir haben zwar keine strahlende Sonne, also ab und an sieht man kurz die Sonne immerhin, aber das macht es halt auch weniger heiß. Das ist eigentlich ganz angenehm, weil beim Kajakfahren wird es dann doch schon sehr warm. Und ja, ohne Sonne ist es auf alle Fälle noch gut aushaltbar. Nachteil beim Kajakfahren ist auf jeden Fall, dass man ziemlich nass wird. Also vielleicht, wenn man eine super Technik hat, nicht, aber wir werden auf jeden Fall nass. Es kommt noch dazu, dass wir ja hier alle keine Spezialisten sind. Das heißt, wir hatten gerade so die Situation, dass direkt neben uns jemand wild gerudert hat, also aber wirklich wild. Und hat mir so das ganze Wasser einfach von der Seite reingekippt. Das war nicht so geil, weil es ist ja auch nicht so warm heute. Simon meinte zwar ganz angenehm ohne Sonne, aber es ist ja auch nur eine Außentemperatur von 22 Grad, glaube ich. Das ist jetzt nicht gerade so super warm, wenn man mit kaltem Wasser übergossen wird. Aber halb so wild, wir trocknen wieder. Ich habe mich darauf vorbereitet und leicht trocknende Sachen angezogen. Ja, und bisher ist noch keiner reingefallen. Ich glaube, das ist doch schon mal ein Erfolg. Also das Essen war schon mal sehr lecker und jetzt sind wir auf dem Weg zur Monkey Island. Das ist unser letzter großer Stopp, wo wir dann nochmal auf die Insel kommen und ein bisschen rumlaufen können. Und ja, jetzt gerade haben wir noch ein bisschen Bootsfahrt vor uns und das ist eigentlich der schönste Teil, glaube ich, wenn man einfach so ein bisschen auf dem Boot entspannen und gucken kann.
letzter Stopp für heute, das hat Sophia schon gesagt, ist Monkey Island. Und ja, wir haben noch direkt 5 Makaken gesehen und hoffen, dass sie uns in Ruhe lassen. Und weil die Affen auch noch angefüttert werden, ist natürlich auch kein Wunder, dass sie aggressiv werden. Es wurde extra gesagt, wir sollen alles im Boot lassen, außer Kameras. So. Und da geht's jetzt. Ich muss halt ständig warten, bis die ganzen Leute hier wieder runterkommen. Aber ich glaube, das ist halt wirklich auch das, was hier so ein bisschen die Schwierigkeit oder die Gefahr ausmacht. Weil wenn man ganz alleine hier in Ruhe hochgehen würde, wäre es, glaube ich, gar kein Thema. Aber so in der Gruppe und da muss man ständig irgendwie gucken und so, das ist halt, glaube ich, schwieriger. Also für mich ist es auf jeden Fall schwieriger, als wenn ich alleine hier hochgehen kann. Also das Rohklettern war eigentlich echt ganz cool. Hat Spaß gemacht auf den Steinen, aber ich glaube, das Runterklettern macht nicht so viel Spaß, weil beim Hochklettern konnte man sich richtig gut festhalten. Beim Runterklettern geht es ja nicht. Von daher, also außer man klettert rückwärts. Mal gucken, wie das jetzt wird. Ich habe ein bisschen Respekt davor. Geschafft. Damit ist auch unser letzter Stopp heute zu Ende. Also ich dachte irgendwie, es wird kein cooler Stopp werden wegen der Affen, weil ich ja echt nicht so ein Fan davon bin, von Makaken. Aber es war mega geil, da hochzuklettern. Also es hat richtig viel Spaß gemacht, weil man sich gut halten konnte und gut hochkam und die Aussicht auch nochmal was Besonderes, Cooles war. Also war finde ich, auf alle Fälle das Highlight heute. Also hat richtig Spaß gemacht. Ja. Cool, ja. Und jetzt ist es ein bisschen traurig, dass es schon wieder zurückgeht. Das ist halt der Nachteil an einer Eintagestour auf alle Fälle. Aber ja, beim nächsten Mal, wenn wir dann hier sind, dann auf alle Fälle ein bisschen länger. Ja, wir mussten jetzt Tschüss zu Jule sagen, nach jetzt 2 Monaten. Ja, ja, ganz schön krass. Ja, war jetzt irgendwie eine sehr, also ging super schnell vorbei irgendwie. Und gleichzeitig habe ich so mega viel erlebt, dass es so eine lange Zeit war. Und ja, also irgendwie jetzt wieder ein krasses Gefühl, so auf einmal da wieder doch zu zweit zu sein. So. Jule fliegt jetzt noch nach Thailand und genießt da ihre letzten Tage auf Reisen und dann geht es für sie wieder zurück nach Deutschland. Und ja, wir sind jetzt schon nicht mehr in Vietnam, also wir sind jetzt ausgestempelt. Also wir sind schon noch in Vietnam, technisch gesehen, aber... warten jetzt auf unseren Flug hier. Wir sind super aufgeregt auf ein neues Land, wir freuen uns total. Mega. Und ja. Vor allen Dingen, Gefühl, sind wir noch nie, also wirklich noch nie in ein Land gereist. So wenig Vorbereitung und so wenig Vorwissen über das Land. Also es wird auf jeden Fall eine neue Erfahrung sozusagen. Mal so richtig ins kalte Wasser zu springen. Also ich meine, zugegeben, bisher auf der gesamten Reise, also jetzt auch Kambodscha, Vietnam, war nicht so wirklich viel geplant und so, aber jetzt ist es, glaube ich, noch weniger. Wir freuen uns total und wo es dann hingeht, das kommt dann auf alle Fälle im nächsten Video. Bis dann.